So, und hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben die Folge Nummer 890. Es ist Dienstag und es ist ein ganz normaler Tag. Heute ist wieder Sport angesagt. Und ich werde mir jetzt erstmal gemütlichen Kaffee machen. Ich bin noch im Schlafanzug und gehe den Tag jetzt ganz, ganz gemütlich an mit euch. Das heißt, wir stehen jetzt ganz gemütlich auf. Ja, erstmal einen Kaffee. Ja, genau. Erstmal einen Kaffee und dann sehen wir weiter. Ja, ich finde es immer schön, den Tag richtig gemütlich zu beginnen. Ist für mich auch immer, weil ja hätte ich immer sehr viel Stress bedeutet, immer wirklich schön, wenn ich dann auch wirklich sagen kann, Mensch, ich kann den Tag ganz gemütlich beginnen. Das tue ich jetzt auch, indem ich einfach, indem ich einfach jetzt den Wasserkocher, hier ist er, befülle. Ich befülle jetzt den Wasserkocher und dann schauen wir mal weiter. So, muss noch erst noch, aber vorher, bevor ich fülle, werde ich auch erstmal, es ist auf jeden Fall wieder arschkalt draußen, ja, wir hatten es glaube ich wirklich sehr kalt heute und heute gibt es zum Mittagessen Hühnerfrikassee und morgen gibt es Grießbrei. Also auf morgen freue ich mich schon. Heute muss ich sagen, ja, Hühnerfrikassee ist jetzt nicht das Essen, wo ich jetzt sage, boah, Wahnsinn, aber es ist auf jeden Fall okay, sage ich jetzt mal. Ne? Man gönnt sich ja sonst nichts, sage ich immer. Hm? Aber mal gucken, wie es weitergeht. Ne? So. Ich hatte gestern noch meine neue Mikrowelle ausprobiert. Die neue Mikrowelle ist wirklich super. Ist aus Keramik. Also ist wirklich ein, ist im Grunde feste sich an wie der Ofen. Ja. Ja, das hört man auch, wenn man das, wenn man so ein bisschen drauf klopft. Hat auch so einen ähnlichen Griff wie der Ofen. Also ist wirklich wie ein Ofen. Fühlt sie sich an und ist wirklich eine tolle Mikrowelle. Also, mal was Richtiges. Nicht immer diese Plastikdinger, das ist wirklich was Schönes und bin ich wirklich sehr dankbar. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, meinen Katzen geht's gut. Alle gut drauf, sage ich jetzt mal. Aber ich denke mal, das ist ja auch klar. So, jetzt brauche ich natürlich für meinen Kaffee einen langen Löffel. Und dann können wir starten mit dem Kaffee. Genau, ich nehme jetzt also Kaffee raus. Und tu den sozusagen in die Tasse. Ja, genau das tun wir. Ja, so löslicher Kaffee, genau. Halt. Das kippen wir mal aus. So. Spülen auch gleich aus. Können wir das
nämlich wieder hinstellen hier. Genau. Ja. Den Kaffee können wir jetzt natürlich wieder wegstecken. So, das haben wir geschafft. Ja. Wie gesagt, den Tag gehen wir ganz ruhig an. Ist immer wichtig, ohne Stress den Tag. Das ist ja erst, ja. Ja, es ist ja auch erst 31, also es ist noch nicht spät. Und ich gehe den Tag ganz ruhig an. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt erstmal was trinken, gemütlich. Dann kann ich mich immer noch anziehen. Gut, ich stelle schon mal den Kaffee hier hin, da wo er hin soll. Dann spüle ich gleich nochmal, falls ich gekleckert haben soll. Dann weiß ich es ja nicht. Immer gleich nochmal Becken ausspülen. So. Naja, es ist auf jeden Fall schön, wenn man morgens in Ruhe aufstehen kann. Das muss man sich heute auch mal wieder sagen. Genug Leute haben so viel Stress, müssen morgens raus, ja, haben hier dieses und jenes zu erledigen. Und ich kann eigentlich in Ruhe immer sagen, ich stehe morgens auf und kann meinen Tag wirklich ganz gemütlich beginnen. Ne? Das ist ein Luxus. Ja, für viele ist es ein Luxus. Ne? Und ich denke auch manchmal so, Mensch, das ist doch eigentlich ganz schön. Ja? Klar, ich bin ein bisschen einsam, aber ich kann in Ruhe aufstehen, ohne dass mich jemand stresst. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache. So. Genau. So. Kaffee ist angerichtet. Ja, es ist immer schön mit dem löslichen Kaffee. Das geht immer so schön schnell. Ja, da braucht man ja ruhig nur Wasserkocher. Ja, ich nehme mal eine Tasse. Ja. Und dann ja, koche ich immer. Und dann, ja, macht man das im Grunde rein. So, und dann hat man schon seinen Kaffee. Ne? Das ist halt einfach so. Brauche nicht warten, bis der zieht oder sowas. Setze ich mich hier wieder schön hin. Vor mir. Achso, mein Löffelchen brauche ich ja noch. Mein Löffelchen. Ich muss ja noch rühren. Ist ja klar. Habe ich auch. Siehst du da? Alles mit der Zeit. Ich habe heute mal gesagt, ich mache das anders. Sonst mache ich es ja mal so, dass ich mich immer anziehe, dann Kaffee mache. Und jetzt habe ich gesagt, nee, jetzt mach es mal umgekehrt. Jetzt trinkst du erst deinen Kaffee in Ruhe, im Schlafanzug noch. Und danach kann ich mich immer noch anziehen, also waschen und anziehen. Und ja. Das ist doch eigentlich auch was. Es ist ja auch schöner, wenn man ein bisschen mit dem Anziehen sich auch Zeit lässt. Es ist ja Quatsch, irgendwie morgens um 3, 4 schon angezogen da zu sitzen, so wie ich es halt immer mache. Und im Grunde ist es ja Blödsinn. Es reicht ja, wenn ich mich kurz vor 6 irgendwie anziehe, ne, wasche und anziehe. Und das reicht ja total, ne, letztendlich. Kann ich auch den Podcast ein bisschen strecken, ne? Kann also ein bisschen aufnehmen. Jetzt, wo ich Kaffee trinke, dann kann ich Pause machen, dann kann ich mich waschen und dann nehme ich danach weiter, wenn ich angezogen bin, nehme ich noch ein bisschen auf. Ne? So kann ich das ein bisschen strecken und ja,
Und vor allen Dingen ist es für mich auch ein bisschen mehr Lockerheit. Ne? Also, dass ich einfach mehr, ja, noch ein bisschen mehr wach werde und so, mal gucken, wie heute mein Kaffee geworden ist. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Also ich kriege das so, ich mache mal so 3 bis 4 Löffel hier rein. Also kleine Löffel. Tasse nicht ganz voll. Und ich muss sagen, er wird immer gut. Also, das ist okay. 4-mal Süßstoff. Und dann wird der lösliche Kaffee immer gut. Ich habe auch noch ein bisschen löslichen Kaffee. Also, es ist, ja. Also mit dem löslichen Kaffee bin ich wirklich sehr zufrieden, weil der auch sich schnell auflöst. Nicht wie beim Cappuccino, ne? Wo dann immer noch so viel Grund ist. Also so viel, ne? Oder beim normalen Kaffee, ne? Wenn man jetzt so normalen Kaffee aufgießt, dann hat man den ganzen Kaffeegrund da drin. Das finde ich auch immer, bah. Aber hier mit dem löslichen Kaffee, das ist wirklich toll. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist es ein schweinekalter Tag. Es hat ja gestern sogar ein bisschen geschneit und in einigen Gegenden sogar gab es richtig Schnee. Also wir haben wirklich einen kalten April dieses Jahr, wirklich. Also das merke ich auch, wenn ich rausgehe, das ist, boah, also da denke ich auch immer, oh Gott, ja. Schön ist das nicht. Es ist natürlich, also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich möchte im April schon irgendwie Sommer haben. Aber Winter möchte ich auch nicht. Also es sollte schon so ein bisschen frühlingshaft sein und ja, vielleicht auch mal regnen. Aber das, was wir jetzt haben, ist wirklich Wahnsinn. Also dass es im April noch so kalt und Minusgrade ist, also das ist Wahnsinn. Ja. Also das ist nicht schön. Ne? Es ist, natürlich ist es wiederum wegen der ganzen Insekten, ne? Also klar, wenn es natürlich wieder ein bisschen kälter wird, sterben auch ein paar Insekten ab. Dann gibt es nicht ganz so viele. Aber ob das so viel bringt jetzt, weiß man ja auch nicht. Ja. Nichts gegen Insekten, aber gerade so Wespen. Ja. Aber trotzdem ist es natürlich unangenehm, wenn es morgens so kalt ist. Und ja, wenn man rauskommt und sich extrem warm einpacken muss und für die Leute, die jetzt auch einen weiten Weg zum Beispiel haben, ja, die dann zur Bushaltestelle müssen. Und ja, ich meine, ich habe es ja noch gut, ich werde ja abgeholt letztendlich. Ne? Also ich brauche mich ja nur rausstellen, dann kommt der Transporter und holt mich ab. Ne? Aber Leute, die jetzt halt wirklich einen langen Weg haben und noch laufen müssen und noch auf den Bus warten müssen und vom Bus noch eine Weile laufen müssen, ne? Die haben es natürlich richtig. Die müssen sich natürlich richtig einpacken. Ja, und das ist natürlich, wir kennen das ja alle, kommst du durchgefroren auf Arbeit an und wenn du dann auch irgendwie unter Stress stehst, ja, das ist nicht schön und deshalb wünschen wir uns natürlich alle irgendwie einen freundlicheren Tag und ja, wo man ein bisschen zumindest auch mal die Sonne genießen kann, wenn man mal kurz rauskommt oder so. Und naja, das ist, aber man kann, wie gesagt, das Wetter ja nicht beeinflussen, Gott sei Dank jedenfalls. Und das gelingt uns ja Gott sei Dank noch nicht. Und insofern kann man ja auch nichts machen. Es ist nun mal kalt und man muss das Beste aus der Situation machen. Und dann trinkt man halt seinen warmen Kaffee oder warmen Cappuccino oder warmen Kakao und oder warmen Tee und ja, erfreut sich dann doch irgendwie, wenn man dann nach Hause kommt und dann sagen kann, ja, man hat ein Dach über dem Kopf, ja, wenn man das jetzt nicht hätte, also das ist schon Gold wert.
ich genieße gerade morgens auch immer diese Ruhe. Ne? Also mein Handy ist noch am lädt noch, meine Apple Watch auch. Ne? Also ich habe noch nichts mit Internet zu tun letztendlich. Das ist natürlich morgens auch immer sehr schön. Das brauche ich auch immer. Also ich muss nicht gleich morgens irgendwie Internet und weiß ich was, sondern ich finde es einfach schön. Ne? Macht ja meine ganz normale Uhr um und sitze jetzt halt praktisch wie früher in den 90ern. Ja? Sitze da und trinke meinen Kaffee und versetze mich so ein bisschen auch in die Zeit zurück. Und ja, in die Zeit, wo es das alles noch nicht gab und wo man noch nicht Nachrichten dauernd gekriegt hat. Und ja, ich muss sagen, manchmal vermisse ich diese Zeit auch. Diese Zeit an Ruhe, die man früher hatte. Ja? Also dieses, ohne dass irgendwo was geblinkt oder irgendwas gebing, wieder eine Nachricht. Und das ist wirklich Gold wert. Ja? Und es ist einfach schön, hier zu sitzen und genau dieses Gefühl nochmal hochzuholen. Ja? Klar erinnert mich natürlich mein Aufnahmegerät, was ich hier oben habe, wieder an die Zeit, die wir heute haben. Logisch, denn damals in den 90ern oder Ende der 80er, da gab es ja sowas noch nicht. Ja, also da hat man sich nicht einfach ein Aufnahmegerät ans T-Shirt machen können. Und ja. Aber trotzdem, es ist so ein Stück von früher. Ne? Also natürlich wird man schnell wieder rausgerissen, in dem Moment, wo ich natürlich die Folge hochlade, ne? Also mein Handy hole und dann halt, ne? Das ist dann wieder der Punkt, wo man dann wieder so ein bisschen rausgerissen wird, wo man dann wieder so, aha, jetzt sind wir wieder in der normalen Zeit angekommen. Aber gerade diesen Moment wie jetzt, wo ich einfach da sitze und denke, jetzt kommen keine Nachrichten, jetzt kommen keine, ja, du musst nicht auf dem Handy rumdaddeln und sitzt einfach da und redest. Ja. Und das ist für mich ein Geschenk, ja. Dass ich diese paar Minuten, die ich sozusagen morgens früh für mich habe, sozusagen so, ne, in den Podcast ganz in Ruhe aufnehmen kann, ohne irgendwas nebenbei zu machen, das ist wirklich ein Geschenk. Weil das versetzt mich immer wieder noch in die Zeit zurück, als es so war. Ja, als die Leute wirklich noch eine Sache oder so gemacht haben, und wo sie noch nicht so abgelenkt waren von ihren Handys und wo man sich noch miteinander beschäftigt hat. Ja. Aber wenn man irgendwie genervt war, dann war man halt genervt von dem Umfeld irgendwie, weil man, keine Ahnung, Riesenfamilie hatte oder weil irgendwas um einen rum halt war, was irgendwie, ne? Und heute ist es ja wirklich so, die Leute lassen sich ja nur noch von ihren Handys ablenken. Ja, da läuft dann schon morgens um, weiß ich wann, TikTok. Und das ist einfach nur furchtbar. Also, manche Leute stehen ja schon auf und dann läuft das Ding schon in voller Lautstärke und dann zappen sie durch die Videos. Das ist einfach nur, also, ja, ich finde es einfach grausam. Und vor allen Dingen ist es ja auch gerade als Pärchen schön, zum Beispiel, wenn man zusammen aufsteht, zusammen Kaffee macht und sich einfach hinsetzt, miteinander unterhält, was isst vielleicht, was trinkt und wirklich mal sich mit sich selbst beschäftigt, also oder miteinander beschäftigt, so, ja, gegenseitig, ja, wirklich zuhören, was der andere gerade erzählt, wie es dem anderen gerade geht, ja. Und nicht, dass der andere dann nebenbei wieder auf irgendein Handy rumdaddelt und gar nicht richtig zuhört. Na, so ist es ja meistens heute. Und na gut, jetzt könnte man natürlich sagen, früher haben die Leute ihre Zeitung nebenbei gelesen, heute datteln sie auf ein Handy. Na, also das ist auch wieder, das ist ja auch ein Ding, was ich auch nie verstanden habe. Also es gab es bei mir auch eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, klar hat meine Mutter auch immer irgendwas gelesen, aber oder irgendwie Kreuzworträtsel gemacht und so, ne? Aber ich konnte das immer nie nachvollziehen. Ich habe mir immer so gedacht, warum können die Menschen nicht einfach mal in Ruhe frühstücken? Ich meine, sie können ja immer noch irgendwann sehen, was am Tag passiert ist. Oder man kann ja Radio einschalten zum Beispiel. Ne? Aber auch Radio brauche ich morgens nicht. Also ich bin ein Mensch,
Vorher war das anders, aber heute bin ich wirklich so, dass ich morgens genau diese Ruhe brauche, diese Ruhe, um mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt eine Freundin zum Beispiel hätte, klar, wenn wir Musik morgens früh ein bisschen hören, ne? Aber einfach mal auch, um diesen ganzen Medienrummel nicht mitzukriegen. Ja, einfach mal, damit man so sagen kann, okay, man steht morgens nicht gleich mit irgendeiner Nachricht auf, es wurde schon wieder das und das gemacht, sondern dass man einfach aufsteht. Weiß ich nicht, vielleicht ein Lied anmacht oder ja, vielleicht einfach auch heutzutage streamt man ja, okay, aber gut, wenn man jetzt zum Beispiel auch ein Lied irgendwo hat, auf dem Rechner oder auf dem, ne, oder man singt selber, na gut, morgens früh singen muss ja nicht sein, aber gut, wenn ich jetzt eine Freundin hätte, die leise ein Instrument spielen kann und spielt morgens ganz leise und wir singen zusammen ganz leise, das wäre ja auch schön, ne? Man kann ja auch ganz leise Musik machen. Und das habt ihr ja erlebt, zum Beispiel, wenn ihr dieses Love on the Balcony hört von mir und Bernd. Da haben wir ja wirklich nachts um 12 auf dem Balkon gesessen und haben das Lied aufgenommen. Na, und sowas kann man natürlich auch, gerade mit Gitarre und so, kann man das natürlich auch morgens machen, ganz leise. Und das sind einfach so Momente, ne, wo man einfach so für sich ist und einfach mal diese Außenwelt total ausblendet, ne, und einfach sagt, Mensch, und das hat man heute zu wenig. Und das sind so die Zeiten, die ich mir einfach selbst nehme, wo ich einfach sage, morgens früh muss das einfach so sein. So wie jetzt. Völlig offline. Einfach mal wirklich für mich sein. Einfach wirklich nur da sitzen und meinen Kaffee trinken. Und nichts weiter. Versucht das auch mal. Gebe ich euch als Tipp. Wenn ihr aufsteht, egal ob ihr jetzt alleine seid oder einen Partner habt, steht einfach mal auf und macht einfach nur das, was ihr gerade machen wollt. Und nur die eine Sache, ohne dass ihr irgendwo anders hinguckt, ohne dass ihr irgendwo anders hinhört, einfach mal morgens aufstehen und einfach nur das machen, was ihr sonst immer macht. Also euren Tee trinken, euren Kaffee trinken, euch hinsetzen. Von mir aus auch die Natur genießen, einfach mal Fenster auf und das Vögel zwitschern hören und einfach mal sich der Sache hingeben und einfach mal sagen, es gibt keine Technik, es gibt kein Internet, es gibt in dem Moment nur das, was da draußen, das, was man hört und es gibt nur das, was man jetzt gerade macht. Und wenn man so den Tag versucht zu beginnen, dann ist es schön. Und dann vergisst man auch nicht, sich mit sich selbst auch mal zu beschäftigen. Ja? Und das tut irgendwie total gut, finde ich. Also einfach mal sich nicht ablenken zu lassen. Ja? Sondern wirklich die Sache zu machen, die man gerade macht, gerade bei der Sache, bei der man ist, auch wirklich mal total sein. Alle Sorgen auch mal vergessen. Einfach mal sagen, ich stehe jetzt einfach mal mit einem völlig freien Gefühl auf. Egal was gestern war, egal mit wem ich mich gestern gestritten habe, egal mit wem ich gestern eine Auseinandersetzung hatte, scheißegal, ich beginne diesen Tag einfach mal völlig neu und offline und ohne Stress. Und genau das versuche ich jetzt auch immer so ein bisschen, dass ich morgens mir immer die Zeit nehme. Dass ich also morgens im Schlafanzug mich hinsetze, meinen Kaffee trinke und einfach sage, ich stehe auf wie ein neugeborenes Kind, was die Welt entdeckt. Ja, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen, so ein bisschen. Ja, also so, als wenn ich neu geboren werde und erstmal gucke, was gibt es hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Und so ganz unbefangen in den Tag. Und ich glaube, wenn man das wirklich hinkriegt, wenn man das jeden Tag machen würde, ich kriege das auch nicht immer hin, ne? Aber natürlich nicht. Wenn ich das immer hinkriegen würde, würde ich das euch nicht erzählen, ne? Also auch ich habe ja meine Probleme damit, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen dran arbeitet und sich so ein bisschen zurücklehnt, auch einfach mal und sagt, jetzt bleibt dieses verdammte Handy mal in der Schublade und man kann es ja immer noch rausnehmen. Ich glaube, dass man einfach für sich selbst was Gutes tut. Ja. Und einfach mal sich als Mensch sehen. Ja.
nicht daran denken, ja, wer, was ist denn morgen oder was ist, ne? Einfach mal ganz ruhig und gelassen in den Tag starten. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Ja, auch gerade wenn man jetzt einen Partner zum Beispiel hat, dass man wirklich gemeinsam und ganz in Ruhe aufsteht, dem Partner auch das Gefühl gibt, du kannst jetzt ganz ruhig diesen Tag angehen, du musst jetzt nicht irgendetwas tun oder ne, du kannst einfach nur da sitzen und deinen Kaffee trinken oder deinen Tee trinken und entspannen. Wenn du mich ansprichst, ich bin da für dich. Und genau dieses Gefühl geben sich die Leute irgendwie heutzutage nicht mehr. Ja. Heutzutage wird nur noch irgendwo raufgeguckt, irgendwo hingehört. Ja. Und ja, vielleicht schaffen wir das ja hier im Podcast von Sven Heidenreich, so ein bisschen dieses Gefühl zurückzubringen. Ja, dass vielleicht auch der ein oder andere mal drüber nachdenkt und denkt, ja, wenn ich morgens einfach nur mal aufstehe und mir mein Getränk, mein Lieblingsgetränk mache, mich hinsetze, meinetwegen die Vögel genieße, also ich genieße jetzt bei der Kälte genieße ich natürlich keine Vögel, aber einfach mal hier sitzen und wirklich nur das tun, was du am Tisch halt machst. Ja? Keine Zeitung lesen, keine Nachrichten, keine News. Einfach mal sagen, ich beginne diesen Tag völlig neu. Als wenn ich heute ein neuer Mensch wäre, was natürlich nicht so ist, aber einfach für sich, ne? Ob alleine oder in einer Beziehung, einfach mal so richtig schön sagen, heute beginne ich diesen Tag mit ganz viel Ruhe, ohne Sorgen. Die Sorgen kommen früh genug. Ja. Die hat man sowieso wieder, wenn der Alltag beginnt. Aber diese paar Minuten, die man hat, und dafür lohnt sich das, ein bisschen früher aufzustehen und zu sagen, ich sitze hier und entspanne mich einfach. Weil ich habe die Zeit. Man einfach mal diese Ruhe auch genießen kann und einfach mal sagen kann, Mensch, diese ganze moderne Zeit, dieses ganze moderne Dingsbums, das gibt es jetzt heute, für die paar Minuten existiert es gar nicht. Ja. Und klar, das fällt vielen schwer. Ja, ich sage ja, viele stehen schon morgens auf und machen irgendwas. Ne? Oder wenn ihr eine Partnerin habt oder einen Partner, einfach mal da sitzen, in euch gehen, Händchen halten und ab und zu mal ein paar Worte sagen und diese Ruhe, auch diese Zweisamkeit zum Beispiel auch genießen. Ja? Keiner von euch macht irgendwas nebenbei. Einfach mal sagen, wir sitzen hier, halten Händchen, trinken unser Getränk. Ja? Wenn ihr euch sehen könnt, guckt ihr euch vielleicht noch gegenseitig an. Und ja, sagt einfach mal, was für ein Morgen. Ein neuer Tag, ein neuer Tag und wir haben uns. Und das ist einfach ein Gefühl, ja, es ist schön, wenn zwei Menschen das auch wirklich so können. Ich glaube, dass es heute wirklich sehr selten ist, weil einer von beiden ja immer irgendwas anderes macht heutzutage. Und ja, sowas würde ich mir einfach wünschen. Also auch eine Frau, mit der ich diese Ruhe genießen kann, mit der ich wirklich dieses, jetzt sind wir füreinander da. Ja. Jetzt sitzen wir halt beide da und trinken unseren Tee, unseren Kaffee. Egal, jeder kann da trinken, was er will. Ja.
Denn man kommt ja früh genug in den Stress. Ja. Bei mir geht es früh genug los, wenn ich vor den Hettichteilen sitze und schon wieder überlegen muss, okay, ja, da kommt früh genug der Stress, wo du dann wieder funktionieren musst. Und vielleicht schaffen wir es gemeinsam, hier in diesem Podcast, uns diese paar Minuten morgens zu geben. Diese, ich sage jetzt mal, offline. Also gut, ihr seid ja in dem Moment online, weil ihr den Podcast hört, aber probiert das auch mal. Steht einfach mal auf, macht euren Kaffee, setzt euch hin und macht einfach mal nur das. Versucht alles, was ihr so in euren Kopf habt, was da so läuft, ob ihr da irgendwie Musik im Kopf habt, wenn ihr Musiker seid oder keine Ahnung, einfach mal ausblenden und einfach mal sagen, es existiert überhaupt nicht. Ja? Ihr seid jetzt nur mal mit euch beschäftigt oder mit eurem Partner oder mit dem, der halt da jetzt gerade mit euch sitzt. Oder wenn ihr alleine seid, dann seid ihr halt mit euch beschäftigt. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Die bringt einen wirklich runter. Trinkt eine Katze zum Beispiel. Ja, vielleicht gelingt es den einen oder anderen von euch ja wirklich mal, dass ihr sagt, Mensch, ist doch einfach mal schön, nichts zu machen. Einfach mal schön, nicht irgendwo auf dem Handy zu daddeln und oh, habe ich wieder neue News, habe ich wieder, was ist denn jetzt eigentlich? Ja. Mal nicht auf TikTok gehen, morgens früh und die Videos durchzuscrollen und zu gucken, hat jetzt da wieder irgendeiner was Lustiges gemacht. Sondern vielleicht fällt euch auch mal wieder was Lustiges ein und ihr fangt einfach mal an zu lachen. Ja? Nicht, dass von außen irgendwas kommt, was euch berieseln müsst, damit ihr erstmal, damit ihr lacht. Sondern vielleicht ist in euch ja mal was, was ihr lustig findet. Irgendwer hat mal was Lustiges gesagt und es fällt euch plötzlich ein und ihr fangt an zu lachen, zum Beispiel. Ja? Und nicht immer dieses von außen, immer hier. Ja? Es gibt so viele Situationen im Leben, die manchmal wirklich lustig sind und ich glaube, die vergessen wir alle, weil wir oft mit der ganzen Außenwelt beschäftigt sind, mit den ganzen Reizen von außen. Ja, und manchmal gibt es so dumme Sachen, die lässt man sich einfallen und lacht sich halb krank. Ich habe es oft, dass mir irgendwelche Wortfolgen oder irgendwelche Betonungen, die ich mir selber ausdenke, dass ich die so bescheuert und lustig finde, dass ich dann erstmal eine halbe Minute darüber lache. Ja. Und ich meine, das ist doch viel schöner, als wenn ich mir irgend so einen Quark angucke, weiß ich nicht, der 30 Sekunden lang ist, mich darüber krank lache und wenn ich es mir normal angucke, ist es dann schon wieder langweilig, da brauche ich schon wieder das nächste Video. Ja. Und das hört ja dann auch nicht auf. Ja. Also so eine handyfreie Zone, sollte man sich wirklich gönnen. Finde ich. Einfach runterschalten, einfach mal sagen, jo, jetzt bleibt das Ding mal abseits. Jetzt nehme ich mal meine normale Uhr, die einfach nur sprechen kann. Und beschäftige mich mal mit mich, mit mir selbst. Gehe in mich und gucke, was ist eigentlich mit mir. Ja. So wie jetzt. Ich genieße zum Beispiel total, was meine Katzen jetzt gerade machen. Ja? Mein Kater zum Beispiel, ich meine, als Sehender kann man das ja auch noch beobachten. Es gibt auch Sehende zum Beispiel, die haben ein Aquarium. Die sitzen jetzt vor dem Aquarium, gucken sich die Fische an und genießen das und kommen runter. Ne? Gibt ja so gewisse Dinge, die man machen kann, um runterzukommen. Manche Leute haben ein Aquarium im Zimmer
und die gucken sich dann die Fische an, wie die Fische da irgendwie was machen, ne? Und haben dann verschiedene Art von Fische und können sich das angucken und genießen dieses Naturschauspiel. Und bei mir sind es halt die Katzen. Ja, ich kann sie jetzt halt nicht sehen, aber ich höre ja, was sie so machen. Und wenn sie, so wie mein Kater, der jetzt hier kurz mal hier auf das Regal gesprungen ist, und ich gehe mal davon aus, dass er mich beobachtet. Und das sind alles Sachen, die kann einem das Internet nicht geben. Ja. Und das sind alles Situationen, die einfach unverwechselbar sind. Und du weißt nicht, was dein Tier momentan als nächstes vorhat. Ja. Und du kannst nicht zurückscrollen und sagen, warte mal, gucke ich mir noch mal an. Das sind einmalige Augenblicke. Kannst natürlich festhalten, sowas, ne, wenn du sowas filmen kannst. Aber ja, es ist ja auch schön, mal was Eigenes festzuhalten und sich immer wieder anzugucken. Also eine eigene Situation, die man selbst irgendwie erlebt hat, als wenn man da immer irgendwelche bearbeiteten Videos anguckt. Und man kommt früh genug wieder in die Versuchung, ne, dass man auch Spaß an seinen Videos hat, natürlich, und an seinen und an sowas. Ne? Aber gerade diese Auszeit, die man sich einfach mal gönnen muss, ohne dass man jetzt bewusst sagt, ich gebe mir jetzt eine Auszeit. Ne? Also das ist ja auch wieder, man soll ja nicht sagen, ich lege jetzt mein Handy weg, sondern es sollte einfach so in Fleisch und Blut übergehen. Ne, dass man einfach sagt, ich stehe morgens auf, brauche kein Handy, habe meine Uhr, meine ganz normale Uhr, stehe auf, mache mir meinen Kaffee. Also jetzt nicht, dass ihr denkt, ich sage jetzt jedes Mal, ich lege jetzt mein Handy weg, ich will die Schnauze, ich habe jetzt die Schnauze voll. Nein, weil das wäre ja wieder bewusst. Das wäre ja wieder so, dass man sagt, ja, man muss es machen oder so. Nein, sondern man macht es einfach. Man, als wenn man wieder in dieser Zeit wäre, wo das alles noch nicht war. So ein bisschen. Man steht ganz normal auf. Früher bin ich aufgestanden, meine Mutter hat mich geweckt, bin ich hochgegangen, wir hatten ja so eine Etagenwohnung, bin ich hochgegangen, habe erstmal was gegessen, meinen Kaffee getrunken und bin dann in den Tag gestartet. Und genauso versuche ich das jetzt heute auch ein bisschen zu machen mit euch. Also ja, ist natürlich schwierig, weil ihr diesen Podcast ja jetzt hört und ihr seid ja jetzt im Internet, außer ihr habt euch die Folge runtergeladen. Aber könnt ihr ja auch offline hören, zum Beispiel. Aber, oder ihr hört euren Lieblingspodcast, das muss ja nicht ich sein, ja, um Gottes Willen. Ja. Ihr könnt ja zum Beispiel auch irgendwas hören, was euch interessiert. Aber es ist ja auch schön, mal nichts zu hören. Einfach mal sich mit euch und eurem Partner beschäftigen, wenn ihr jemanden habt. Wenn ihr alleine seid, so wie ich, dann einfach mal mit euch selbst beschäftigen. Und ich glaube, wenn man das wirklich gar nicht jeden Morgen so macht, das schafft wahrscheinlich keiner, aber wenn man sich so bestimmte Tage oder einfach mal sagt, okay, heute bin ich mal wieder extrem gestresst worden, also am Tag vorher bin ich extrem gestresst worden, ich brauche heute mal so einen richtig schönen Aufstehtag, so, dann kann man das zum Beispiel so machen, dass man sagt, okay, wie komme ich wieder runter? Und dann steht man halt ganz in Ruhe auf. So, als wenn es das alles nicht gibt. Blendet alles, was man so im Kopf hat, so ein bisschen aus und sagt sich, ach, ich bin jetzt einfach nur der Mensch und ein Teil dieser ganzen Natur, ein Teil vom Allem, und genieße das einfach. So wie jetzt. Ich genieße das einfach total. Wenn ich mich dann in dem Sinne entspannt habe und gehe dann in den Arbeitstag rein, kann ich wenigstens sagen, ich habe mir meine Zeit genommen.
Vielleicht auch, wenn ihr in einer Beziehung seid, erzählt eurem Partner doch einfach mal, was habt ihr geträumt? Zum Beispiel. Einfach mal erzählen, was für einen Traum habt ihr gehabt? Und teilt diesen Traum mit eurem Partner. Ja, einfach mal sagen, Mensch, ich habe heute das und das geträumt. Und wenn es noch so verrückt wäre, ist, was ihr geträumt habt. Ja, einfach drüber reden. Es ist ja nur ein Traum. Ja, wenn ihr irgendwelche verrückten Sachen geträumt habt oder vielleicht sogar auch irgendwelche sexuellen Fantasien geträumt habt, einfach mal eurem Partner erzählen, darüber reden. Vielleicht kann man ja auch das ein oder andere umsetzen oder auch nicht. Aber einfach mal wirklich euch miteinander beschäftigen, so wie man es früher gemacht hat. Einfach mal wieder den Menschen sehen. Weg von diesen ich muss ja noch, ich muss ja noch. Einfach positiv in den Tag starten und sagen, heute ist ein neuer Tag. Gestern war gestern, morgen ist morgen. Vielleicht kann der ein oder andere das ja umsetzen. Wie gesagt, für mich ist es ja auch Übung. Ja? Es ist ja nicht so, dass ich das kann, sondern ich versuche das. Aber vielleicht können wir ja gemeinsam etwas entwickeln, eine Strategie entwickeln, wie man das am besten machen kann. Ja? Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch auch noch Ideen dazu. Ja? Wie kann man morgens seinen Tag wirklich so starten, dass man wirklich entspannt ist, dass man wirklich so ein bisschen den ganzen Alltagsstress bewältigen kann. Ja? Ohne, dass man jetzt irgendwie einen Arzt aufsuchen muss oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Einfach, wie kann man mit sich selbst im Reinen sein, ohne jetzt psychologischen Hintergrund oder sowas. Sondern wie kann man irgendeine Kleinigkeit machen, dass man einfach so wieder besser in den Tag startet und sagt, ach, ich stehe einfach mal morgens auf, mache mir meinen Kaffee und bin jetzt voll dabei. Bin jetzt voll in dieser Situation. Ja? Im Hier und Jetzt sein. Also in meinem Hier und Jetzt sein. Nicht jetzt das Hier und Jetzt, was wir haben, sondern einfach das Hier und Jetzt, was man selber empfindet. Ja? Ab vom ganzen Technikwahn. Das geht weiter da draußen. Aber man selber hat ja nur ein Leben. Ne? Und wenn man irgendwann nicht mehr ist, dann geht es trotzdem weiter. Und dann hat man aber ja diese Ruhe nicht genießen können. Und mit 46 Jahren denke ich manchmal, Mensch, sowas hätte ich viel öfter machen sollen. Ja, auch wenn ihr gemeinsam frühstückt. Frühstückt richtig gemeinsam. Genießt dieses Frühstück gemeinsam. Ja? Und versucht mal wirklich nicht aufs Handy zu gucken. Versucht mal wirklich euren Partner zu sehen. Sich mit ihm oder ihr unterhalten. Ja, euch gegenseitig einfach mal Mut machen. Wir schaffen das heute. Denn wir haben uns. Denn in dem Moment, wo ihr am Tisch sitzt und euch habt und euch anguckt oder anfasst oder wie auch immer, müsst ihr euch einfach sagen, in diesem Moment sind wir doch glücklich jetzt. Und egal, was da draußen ist, egal, welcher Stress von draußen kommt nachher und egal, welcher Einfluss da wieder kommt, aber wenn wir dann nach Hause kommen, haben wir wieder dieses Gefühl, wenn ihr jetzt nicht gerade eine Großfamilie habt und viel zu tun habt natürlich. Ne? Aber ich rede jetzt wirklich von den Menschen, die sich diese Ruhe leisten können. Es gibt ja auch genug unter euch, die können sich das einfach nicht leisten. Ne? Wenn ich 5 Kinder habe und dann gibt es diese Ruhe natürlich nicht. Gut, man sagt, man sollte sich, selbst dann sollte man sich ja irgendwie mal so eine Zeit gönnen, aber das natürlich bei 5 oder 6 Kindern oder überhaupt, wenn man jetzt, kann auch bei 1, 2 Kindern schon stressig sein. Also es ist immer so eine Sache. Es gibt Leute, die können sich diese Zeit nehmen, es gibt wiederum Leute, die können das gar nicht. Ne? Jeder ist ja auch anders. Aber ich spreche jetzt einfach mal von den Leuten, die die Möglichkeit hätten,
sich diese Zeit zu nehmen. Egal, ob sie jetzt Kinder haben oder nicht, egal, ob sie jetzt einen Partner haben oder nicht. Aber einfach mal zu sagen, okay, ich stehe morgens auf, Handy bleibt weg. Ich stehe so auf, wie es mal wie wir es früher hatten. Und sitze einfach da mit meiner Tasse Kaffee und och, blende alles um mich rum und in meinem Kopf aus und sage, jetzt existiert nur die Kaffeetasse und ich, sozusagen. Ja? Und vielleicht können wir da wirklich so eine Strategie entwickeln, zusammen. Oder vielleicht hat der ein oder andere noch Tipps, wie kann man das noch verfeinern, dieses Gefühl, dass man positiv in den Tag startet. Denn auch ich brauche das. Ja, ich bin auch nicht immer gut drauf morgens und denke mir, oh, schon wieder aufstehen und so. Und ich bin für jeden Tipp dankbar, den ein anderer geben kann. Ja, also ich bin jetzt nicht einer von denen, die das können. Ja, ich wünschte, ich könnte das jeden Morgen, dass ich wirklich sage, okay, jetzt, ich kann auch nicht immer für mich sein. Es gibt auch Sachen, die beschäftigen mich. Ne? Und deshalb dachte ich mir einfach mal, wir gehen dieses Problem einfach mal gemeinsam an. Wie kann man den Morgen so beginnen, dass man wirklich sagt, oh, dass jeder Morgen so eine Art Geschenk ist, dass man wirklich schon morgens aufsteht und denkt, oh, ist das, ey. Ah, es wird immer heller morgens oder die Tage werden länger, die Nächte werden kürzer und dass man sich auf so eine Kleinigkeiten einfach mal wieder freut. Ja, oh, guck mal, die Vögel zwitschern. Oh, der Duft der Gräser oder sowas, ne? Dass man einfach wieder so ein bisschen naturverbundener ist, ein bisschen einfach das Menschliche wieder sieht und nicht, was ist auf der Welt passiert. Da passiert viel. Und bei den meisten weiß man ja noch nicht mal, ob es wirklich so ist. Ja? Vieles ist hochgepusht, vieles ist vielleicht sogar übertrieben, vielleicht sogar untertrieben. Ja? Wir hören oft so schlimme Meldungen, dass wir uns davor immer wieder, ich erlebe es ja, wenn ich manchmal auf Arbeit sitze und die Leute fangen an, sich darüber zu unterhalten, beim Essen, wo ich so denke, warum muss man eigentlich beim Essen über so eine schlimme Sachen reden? Ja, kann man nicht beim Essen einfach mal sagen, ach, miteinander reden, ohne dass da irgendwas läuft. Sich miteinander beschäftigen. Einfach mal zu sagen, toll, dass ihr jetzt alle da seid. Und das fehlt auf dieser Welt einfach. Das fehlt so dermaßen. Jeder macht irgendwas und keiner ist mehr wirklich mit sich selbst oder mit dem anderen beschäftigt. Und die Leute machen 3 Sachen auf einmal, 4 Sachen auf einmal. Und irgendwann hören sie nicht mehr richtig zu. Dann kommt dieser typische Dialog, jemand sagt was und derjenige sagt, was hast du gesagt? Ich habe gerade mir was Lustiges angeguckt. Habe jetzt nicht auf dich geachtet. Das ist doch traurig, sowas. Ja. Und das passiert in Beziehungen. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ja. Das passiert bei Menschen, die sich eigentlich nah sein müssten und was ganz anderes machen müssten, außer sich jetzt irgendein Quark angucken oder sowas. Ja. Oder auch dieses immer schlimme Sachen, ne? Hast du schon, also klar kann man über Politik und so reden, ne? Das ist ja kein Thema. Aber gerade wenn man so morgens zusammensitzt und dann hast du da 2 oder 3 Leute, die dann plötzlich anfangen da, hast du das wieder gehört, das und das ist passiert und so, wo ich dann so denke, mein Gott. Kann man ja alles machen. Aber man sollte sich vorher einfach diese Zeit mal nehmen und sagen, okay, wir machen das in 10 Minuten. Aber jetzt in diesen 10 Minuten, die wir jetzt gerade haben und frühstücken, genießen wir einfach mal genau diese 10 Minuten für uns. Und sagen einfach mal, schön, dass es euch alle gibt. Ja? Und wenn man diese Art von Dankbarkeit spürt und zurückgeben kann, egal an wem jetzt, ja, dann ist es doch eine schöne Sache.
Und ich würde mir auch wünschen, das viel öfter machen zu können, irgendwie. Also. Einfach nochmal anders in den Tag zu starten. 5:18 Uhr. Genau, wir haben es jetzt auch 5:18 Uhr schon, das heißt. Natürlich achtet man immer ein bisschen auf die Zeit, ne? Das ist klar, ne? Weil so ein bisschen im Hinterkopf hat man das natürlich, weil, aber gut, ich könnte jetzt auch sagen, ich mache das, wenn ich nach Hause komme. Ne? Ich könnte ja auch sagen, okay, wenn ich nach Hause komme, trinke ich erstmal ganz in Ruhe meinen Kaffee. Das geht natürlich auch. Also man muss das nicht morgens machen. Ist natürlich schön, morgens so aufzustehen und diese Ruhe wegzuhaben, aber wenn ihr das nicht könnt, ne, wenn euer Ablauf natürlich ein ganz anderer ist, aber nehmt euch einfach mal 10 Minuten oder 5 Minuten für euch und euren Partner und genießt diese Momente. Oder wenn ihr alleine seid, ja, für euch. Und vielleicht kann man das ja wirklich mal. Vielleicht kann man ja wirklich mal so eine Strategie entwickeln, wie man das macht. Ja, vielleicht hat der ein oder andere ja auch noch einen anderen Vorschlag, was man machen kann, um dem Ganzen so ein bisschen zu entfliehen. Ja. Ja, es gibt natürlich Leute, die machen irgendein Entspannungstraining, ja, oder machen irgendeine Traumreise im Kopf oder autogenes Training oder es gibt ja so viele Möglichkeiten, um da irgendwie mal zu sagen, jetzt, okay, ich schalte mal ab. Ja. Oder ihr habt einfach mal irgendein Geräusch, das ihr total schön findet und macht es an und genießt es. Ne? Meeresrauschen. Ne? Setzt euch einfach mal eine Stunde lang irgendwo hin, macht Meeresrauschen an und gebt euch diesen Geräusch hin und stellt euch vor, ihr seid am Meer und sowas. Ne? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, um einfach mal seine Gedanken kreisen zu lassen. Ne? Einfach mal zu sagen, okay, was will ich eigentlich jetzt genau? Und ohne dass man diesen ganzen Stress und diesen ganzen Hintergrund sieht. Einfach mal sagen, ach, ist alles schön jetzt momentan. Auch wenn es nicht stimmt, aber einfach mal dieses wie ein neugeborenes Kind anfangen, die Welt zu entdecken. So, ach, was gibt's heute so? Ne? Ich bin gerade neugeboren worden, sozusagen. Ja, also so ein bisschen so, ihr versteht sicherlich, wie ich das meine. So, und ich werde jetzt auf Pause machen und melde mich gleich wieder, wenn ich mich angezogen und gewaschen habe. Genau, so mache ich das. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich bin jetzt angezogen mit langer Unterwäsche und Pullover und allem drum und dran. Und ja, habe alles soweit eingesteckt, was ich brauche. Und jetzt gehen wir gemeinsam noch ein schönes Mineralwasser trinken. Was haltet ihr davon? Also das heißt, dieses Ruheprogramm sozusagen geht einfach weiter. Obwohl ich natürlich alles schon so weit gemacht habe. Aber ich sage mir, okay, jetzt werden in Ruhe auch die Brote eingepackt. Und dann nehme ich mir nochmal 5 Minuten oder so und trinke einfach Mineralwasser noch. So. Ne? So, meine Stullen, hier haben wir sie. Ja, heute mal ein bisschen wärmer angezogen. Ich habe wieder meinen schönen dicken Pullover mit Kapuze rausgekramt und lange Unterhose an. Es ist ja saukalt und ja, da ist es schon ganz gut, wenn man angezogen ist. Also warm angezogen ist. Ne? So. Auch das haben wir jetzt. Ja, ich ziehe mir dann nachher nur noch die Strickjacke drüber, über meinen Pullover und die dicke Jacke. Ja, dann bin ich, glaube ich, wirklich gut gewappnet in den Tag und das ist wirklich schön. So, jetzt haben wir es. 5:03 Uhr. Ja,
Weil ich kann die Folge ja auch später runterladen. Es ist ja nicht hochladen. Es ist ja nicht so, dass ich die Folge unbedingt jetzt hochladen muss. Ich kann auch noch ein bisschen aufnehmen, ne? Das heißt, ich nehme mir jetzt auch noch mal die Zeit. Ich nehme jetzt meinen Keramikbecher hier. Dann hole ich mir mal meine Flasche Mineralwasser, die ich mir selbst gemacht habe, und trinke mit euch noch ein Wässerchen. Ja, einfach noch, um ein bisschen mehr noch von der Ruhe, die man braucht, die ich brauche, um in den Tag zu starten, um halt zu sagen, okay, ne, die möchte ich euch einfach ein bisschen mitgeben und ja, vor allen Dingen möchte ich sie mir auch geben. Also, ne, das ist halt wirklich, jetzt wird noch ein Mineralwässerchen getrunken. Schön Kohlensäure drin, das gefällt mir. So, man muss den Becher auch nicht ganz voll machen. Flasche wieder in den Kühlschrank hinein. Und dann einfach genießen. Und im Laufe des Tages werde ich diese Folge hochladen. Also nicht jetzt sofort, sondern einfach, diese Folge ist auf dem Olympus drauf. Ich kann die ja natürlich auch hochladen, wenn ich nach Hause komme zum Beispiel. Dann habe ich nämlich was zu tun, wenn ich nach Hause komme. So, dann trinken wir jetzt noch ein schönes Mineralwasser auf den heutigen Tag. Vor allem, ich bin jetzt schon so dick angezogen. Das ist einfach schön. Das ist, wenn man alles hat, um diesem Wetter zu entfliehen, sage ich jetzt mal. Also kann man wirklich dankbar für sein, dass ich eine lange Unterwäsche habe, dass ich sagen kann, okay, ich ziehe mich ein bisschen dicker an. Das ist einfach schön. Das ist einfach, ja, es hat nicht jeder. Und das schon dafür sollte man einfach dankbar sein, dass man einfach sagen kann, okay, ich kann mir was Wärmeres anziehen. Es gibt Leute, die können das nicht, ne? Und dafür bin ich einfach sehr dankbar, dass ich einfach sagen kann, okay, es ist kalt, ich ziehe mich an, ich muss nicht frieren. Ne? Und ja, ich würde das jedem wünschen, jeden Menschen, dass er das entscheiden kann. Viele Menschen können das nicht. Na, aber gerade diese Ruhe, die ich mir heute gegönnt habe, mir heute ganz in Ruhe die Sachen genommen habe und jetzt hier sitze, nachher noch die Strickjacke drüber ziehen und meine Jacke. Also das müsste wirklich reichen. Dann habe ich wirklich lange Unterwäsche an. Also wenn ich dann noch frieren sollte, dann ziehe ich noch meine Mütze an, darüber die Kapuze. Und dann bin ich, dann kann das Wetter kommen. Und vor allen Dingen, was ich jetzt auch mache, ich habe mir wirklich die Flüssigkeit nochmal gegönnt. Ne? Also das ist ja auch, was ich oft falsch mache. Ich stehe morgens auf, trinke meinen Kaffee oder auch, manchmal trinke ich ja auch gar nichts und dann habe ich natürlich zu wenig Flüssigkeit. Und wenn ich das natürlich so wie jetzt, ob ich das jeden Morgen so hinkriege, weiß ich nicht. Ne? Es wäre natürlich schön, wenn man das jeden Morgen so machen würde. Aber wie gesagt, auch ich bin ja jemand, der nicht immer frei von diesen Sachen ist. Und es gelingt mir natürlich auch nicht immer. Ne? Aber vielleicht hat man ja mit dieser Folge hier, mit dieser 1890, so einen kleinen Anfang geschafft. Und ja, dass ich gleich für den richtigen Flüssigkeitsgehalt sorge, ja, das ist schon
Wichtig, weil ich sowieso so wenig trinke. So, ne? Aber gut. Man lernt ja nie aus, wie man immer so schön sagt, ne? Und ich werde mir auch heute wieder meine dicken Schuhe anziehen. Das mache ich. Um einfach nicht mehr zu frieren. Weil es ist so saukalt da draußen. Das muss ich mir nicht geben. Ja. Deshalb werde ich heute wieder meine Stiefel anziehen. Also bei der Kälte, ne, kann man das ruhig machen. Die brauchen ein bisschen die Schuhe, klar, bis ich sie zu habe, aber egal. Egal. Da sind sie. Die ziehe ich jetzt an. Und dann habe ich sie nämlich schon mal an. Und dann kann mir keiner sagen, ich bin falsch angezogen, weil bei der Kälte tut mir leid. Also irgendwo, ich möchte nicht wieder krank werden. Also ziehe ich mich ein bisschen wärmer an als sonst. Ja, kann jetzt natürlich die Leute sagen, trägt ja im April wieder Winterschuhe. Aber ja, tue ich. Und ist egal, mache ich einfach. Und ich sage mir immer, lieber etwas dicker einpacken. Man kann immer noch irgendwas ausziehen, ja. Dann sind nämlich auch die Füße warm. Das ist nämlich auch immer ganz wichtig. Das vergisst man. Man sagt ja nicht umsonst, wenn erstmal die Füße kalt sind, ist auch der ganze Körper kalt. Ne? Das ist einfach so. So, dann machen wir auch richtig fest natürlich, damit wir nicht aus dem Schuh, aus den Latschen kippen, wie man so schön sagt. Und ja, gehen wir den Tag heute mal ganz ruhig an. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Der Stress kommt, wie gesagt, früh genug. Ja, das ist so. Und genau das ist jeden Tag immer so. Und deswegen ist es schön, sich einfach mal ein bisschen Ruhe zu gönnen. Und einfach mal abzuschalten zwischendurch. Den Alltag ein bisschen entfliehen. Mit ganz einfachen Mitteln. Ja? Einfach mal zu sagen, Mensch, das mache ich jetzt. Und das ist schön. Gut. Tun wir es einfach. Dann werde ich jetzt mein erstes Knötchen hier machen. So, die Schuhe schön festbinden. Genau. Ja, Hose drüber natürlich. So. So muss es sein. Ach, ja. Und jetzt noch den zweiten Schuh natürlich. Ja, und dann bin ich im Grunde absolut bereit für den Tag heute. Richtig schön eingepackt. Da kann der Winter kommen. Der Früh, der Spätwinter. Katze geht aufs Klo, genau, würde ich auch machen. So, werde ich auch nachher nochmal machen. Soll man ja. Genau. Und jetzt noch richtig zumachen hier. Und
kommt raus hier, so. Und natürlich Hosenbein wieder schön über die Schuhe. So. Gut, ich habe auf jeden Fall meine Schuhe schon mal an. Das ist schön. Wie spät haben wir es? Ja, 53 ist ja nicht, ist nicht spät. Es ist nicht spät. Ich finde es einfach schön, dass ich jetzt, naja, dass ich jetzt angezogen bin. Dass ich jetzt so richtig schön eingepackt bin. So. Nase wird auch nochmal geputzt. So. Wunderbar. Ausgezeichnet. Taschen weg. So. So, und jetzt werde ich in Ruhe versuchen, die Folge noch hochzuladen. Also, mal gucken, wie weit ich damit komme. Also, meistens schaffe ich es ja auch, aber mal gucken. So, jetzt kann ich mich langsam wieder in das Internet begeben. Also, naja, ich gehe jetzt nicht ins Internet, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt, ne, jetzt haben wir also schön Wasser getrunken, Kaffee getrunken. Jetzt werde ich in Ruhe meine normale Uhr ablegen, mein Handy holen, genau, meine Apple Watch holen, Steckdose ausmachen natürlich, so, die muss immer aus, so. Genau, wir haben den 23. April, da habt ihr jetzt auch gehört, genau, jetzt die Apple Watch ummachen, ja. Das heißt noch lange nicht, dass ich online bin. So, noch ein bisschen. Apple Watch. Genau, zack, jetzt ist er wach. So. Und. Genau, mein Kater ist auch hier. Macht ja nichts. So, wenn ich jetzt noch nachher die Strickjacke anziehe und meine Jacke, dann dürfte es eigentlich, und die Mütze noch auf dem Kopf und die Kapuze, dann bin ich sozusagen gut angezogen. So, hab was getrunken, gegessen habe ich jetzt nichts, aber mein Gott, kann ich nachher machen. Also alles muss man ja auch nicht machen, oder? Man muss ja nicht übertreiben. So, dann lade ich jetzt in Ruhe diese Folge hoch. So, und schon haben wir hier genau 58, das ist eine super Zeit. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall alle einen guten Start. Und wir hören uns dann in der Folge 891 wieder. Bis dann. Ciao, ciao.